Immer wieder gibt's Fragen zu den Liquids und Verdampfern, die ich denn nutze, denn ich bin E-Zigarettendampfer. Bevor ich jetzt aber jeden Kommentar immer einzeln beantworte, denn die Fragen wiederholen sich natürlich, habe ich mir gedacht, ich mache ein einmaliges Video dazu. Wenn euch das interessiert, ist es kein Problem, ihr könnt ja wegklicken, aber für die, die es interessiert, was ich rauche, wie ich dazu kam und so ein bisschen Geschichte dazu, für den ist das Video und in diesem Sinne viel Spaß. Bevor ich jetzt aber auf meine Verdampfer und Liquids eingehe, vielleicht ein bisschen was Allgemeines zum Dampfen. Denn das Ganze etabliert sich ja immer mehr in Deutschland. Man sieht immer mehr Leute mit der E-Zigarette rumlaufen. Manche scheinen sich allerdings für das Ganze noch zu schämen, da sie E-Zigarette dampfen und verstecken das Ganze. Ich habe damit absolut kein Problem und dadurch, dass ich ja auch Sub-Ohm-Dampfe mit VG produziere, das Ganze natürlich auch riesige Dampffolgen und die Leute schauen natürlich. Viele fragen auch, aber ich bin jetzt nicht jemand, der meine Meinung anderen Leuten aufzwingt, aber wenn jemand zu mir kommt und sich dafür interessiert, dann bin ich gerne bereit, meine Erfahrungen, sag ich mal, auszutauschen und wenn jemand vom Rauchen aufs Dampfen umsteigt durch mich, dann bin ich natürlich gottfroh drüber. Jetzt haben wir ja zwei verschiedene Parteien beim Dampfen. Zum einen die Dampfer selber, die sehen natürlich das Ganze als das Nonplusultra für Raucher, die vom Rauchen wegkommen wollen, aber nicht aufhören können. Auf der anderen Seite haben wir dann die Medien, die vor allem TV-Berichte und die WHO. Und viele TV-Berichte stützen sich auf die Informationen von der WHO, was an und für sich ja auch richtig ist. Denn die WHO sieht das Dampfen natürlich als Gefahr, denn man hat keine Langzeitstudien, man weiß nicht, was für Aromastoffe da drin sind. Das muss nicht wirklich gekennzeichnet werden. Das ist natürlich eine große Gefahr und man weiß eben nicht die Langzeitwirkung dieser Stoffe auf den Körper. Auf der anderen Seite gibt es aber immer wieder TV-Berichte, zum Beispiel den von Frontal 21 im ZDF, der mal lief, wo schlichtweg gelogen wird und es hilft natürlich der ganzen Sache Dampfen, vom Rauchen wegkommen und Einstieg ins Dampfen für Nichtraucher oder Nichtdampfer an sich und die Gefahr für Jugendliche, das hilft natürlich nicht, wenn dann TV-Berichte kommen, wo schlichtweg gelogen wird. Aber man kann jetzt auch nicht einfach sagen, die WHO hat Unrecht oder die WHO sieht es viel zu streng. Die WHO hat ja grundsätzlich recht, indem sie sagt, wenn es ist nichts Gutes und wer nicht raucht und nicht dampft, der sollte auch die Finger davon lassen. Meine Meinung zum Ganzen ist relativ simpel. Wenn ihr Raucher seid und ihr habt schon probiert wegzukommen, also ganz aufzuhören und ihr schafft es einfach nicht, dann probiert es ruhig mal aus mit dem Dampfen. Meine Lunge wird jeden Tag besser. Ich mag es beim Treppensteigen und allgemein, wenn ich wohin renne oder so, dass ich viel mehr Lungenvolumen habe, beziehungsweise dass ich nicht mehr so schnell Schnappatmung habe. Ich stink nicht mehr so nach Rauch, mein Auto stinkt nicht mehr wie so ein Aschenbecher und man muss halt auch überlegen, wenn man dampft statt raucht, fällt die Kohlenmonoxidvergiftung weg und die Dampfe, also die Liquids, auch wenn es noch sehr fraglich ist, was da drin ist, enthalten grundsätzlich schon mal viel weniger Stoffe, die den Verdacht auf Krankheitsschädigung haben bzw. Verdacht auf Krebs haben. Obwohl man nicht genau weiß, was es verursacht, trotzdem ist es schon mal faktisch um einiges weniger schädlich als die Zigaretten selber. Wenn ihr Nichtraucher seid oder gelegentlicher Raucher, dann lasst das Rauchen komplett sein und fangt auch nicht mit dem Dampfen an, weil das ist Blödsinn. Weil wie gesagt, man weiß nicht, was da drin ist, das wird die Zeit eben zeigen. Denn das Schlimme beim Rauchen, zumindest bei mir, war das, dass ich immer was in den Finger gebraucht habe und auch die orale Befriedigung, wenn man das Ganze an den Mund hält. Das ist eigentlich das Schlimme beim Rauchen. Das Nikotin ist gar nicht so das Heftige. Wobei ich jetzt aber sagen muss, beim Dampfen ist es wesentlich besser geworden. Denn früher konnte ich keine Stunde, keine eineinhalb Stunden ohne Zigarette auskommen. Was natürlich auch eine Einschränkung in meinem Leben war, das was man jetzt so im Nachhinein realisiert. Weil ich musste unbedingt eine rauchen. Das war dann auch nicht eine Zigarette, sondern zwei, drei gleich hintereinander. Weil ich habe zwei Schachteln am Tag geraucht und also mindestens und habe gut 300 Euro im Monat rausgeblasen für Zigaretten. Das ist jetzt mit der Dampfe besser geworden. Ich kann auch mal 4-5 Stunden keine dampfen oder auch Liquids ohne Nikotin dampfen. Macht mir gar nichts, aber ich brauche nach wie vor das Ganze in den Fingern und die orale Befriedigung. Deswegen, wenn ihr Nichtraucher seid oder gelegentlich Raucher, dann lasst die Finger davon, hört ganz auf, denn das ist einfach nur ein Scheiß. Wie kam ich zum Dampfen? Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, denn vor eineinhalb Jahren hat einer meiner besten Freunde mir gesagt, dass er jetzt eine E-Zigarette gekauft hat, weil er auf Arbeit nicht mehr rauchen darf, die E-Zigarette aber noch in Ordnung ist und meine Reaktion darauf war ungefähr die...
E-Zigarette, E-Zigarette mit Strom und Drücken und muss man Akku laden und Flüssigkeit. Ich will Verbrennung, brennen. Ah, die Zigarette, dieser Tabakgeschmack, das muss sein, nicht so ein E-Kack da. Gut, ein Jahr später habe ich mir dann eine E-Zigarette gekauft. Das war damals das Kangatech Emo Set. Und naja, meine Erfahrungen damit waren gemischt. Denn mein Problem war am Anfang, ich habe Liquids gekauft mit zu viel Nikotin, weil ich habe gedacht, ich brauche unbedingt das Nikotin, weil die Sucht eben da ist. Das Problem bei Nikotin ist aber, umso mehr Nikotin ist, umso schärfer werden die Liquids. Und das zweite Problem war, ich habe Liquids gekauft mit Zigarettengeschmack oder allgemein mit Tabakgeschmack. Und das ist eigentlich ziemlich eklig und hat nichts mit dem Geschmack einer Zigarette zu tun, wobei ja Zigaretten an und für sich auch voll eklig schmecken. Nehmt, wenn ihr raucht, nur mal den Zigarettenrauch in den Mund und behaltet den Mund und dann schmeckt mal. Ja, das ist eigentlich super eklig. Und ja, so hat sich das Ganze dann entwickelt. Ich habe erst probiert, von heute auf morgen umzusteigen, obwohl es mir nicht geschmeckt hat, weil ich eben gelesen habe, ja, die Lunge wird besser und bla bla bla. Ich bin da dran aber gnadenlos gescheitert, weil eben die Liquids nicht wirklich gut waren und dadurch meine Erfahrung damit ziemlich schlecht war. Ich habe mich dann aber in Foren umgeschaut und gebt einfach nur mal bei Google ein, Dampferforum, die Foren, wo da kommen, super nette Leute, super informativ. Also wenn ihr Dampfer seid und das seid noch nicht so im Forum, schaut euch einfach mal um, ihr müsst euch ja nicht anmelden, ihr könnt einfach lesen. Super nette Leute, ähnlich wie in der PC-Community, hammergeil. Und da bin ich dann, sag ich mal, auf das Eisbonbon-Liquid gekommen. Und auch wenn ich es nicht super geil fand, es war angenehm. Und dann habe ich einfach die mir gesagt, ich ersetze jetzt immer mehr Zigaretten durch das Dampfen und nach 3 Tagen war ich dann nicht Raucher. Ich habe dann auch mal gefailt und zwar bei einem Konzert, wo ich mitorganisiert und mitveranstaltet habe, weil da habe ich knapp 2 Wochen, 6 Tage, 7 Tage die Woche gearbeitet und das jeden Tag 12 bis 14 Stunden und als dann die Musik endlich lief, fiel alles von meinen Schultern runter und ich war fertig. Und da ich Zugang zum VIP-Bereich hatte und es da kostenloses Bier gab, vor allem Weizen, ja, da war ich dann nach kurzer Zeit voll wie ein Eimer und habe dann, naja, eine halbe Schachtel Zigaretten geraucht. Das Gute dran ist aber, am nächsten Tag habe ich mich schrecklich gefühlt. Nicht, weil ich einen Kater hatte, weil ich kann sowas eigentlich relativ gut wegstecken, aber mein Problem war, meine Lunge hat sich schrecklich angefühlt, mein Hals. Ich habe den ganzen Tag einen scheiß Geschmack im Mund gehabt, was im Prinzip positiv für mich ist, weil jetzt habe ich eine schlechte Erinnerung an das Rauchen und damit fällt es mir leichter, Zigaretten zu widerstehen, obwohl ich so oder so eigentlich kein Verlangen danach habe. Inzwischen habe ich das Sub-Ohm-Dampfen für mich entdeckt, also wenig Widerstand und viel Watt. Dazu benutze ich den Aspire Atlantis mit der Erweiterung auf 5 Milliliter. Ich habe auch einen Kangatech Subtank, aber ich mag den Atlantis besser, weil der ist kühler. Man kann hier auch alles einstellen, wie viel Luft durch kann. Das Ganze verwende ich mit einem iLeaf iStick 50 Watt. Ich fange in der Regel morgens an bei 20 Watt und steige mich dann nach abends hin zu 30 Watt. Als Liquid verwende ich inzwischen VG-Basis von Dampfertaxi, weil das ist auch so ein Ding, so ein Problem für Anfänger, den richtigen Geschmack zu finden. Und irgendwie ist trotzdem, wenn man mal den Geschmack hat, den man mag, wenn man den ständig im Mund hat, irgendwann nervt es. Und diese VG-Basis jetzt hier, die schmeckt im Rezept nach nichts, produziert sehr viel Dampf, weil es vegetarisches Glycerin ist, das sorgt bei der E-Zigarette für einen vielen Dampf. Und es hat nur so eine ganz leichte Süße und ich finde es eigentlich ideal für Anfänger, die nicht wissen, was für einen Geschmack sie wollen. Vor allem, es ist eine riesengroße Rumprobiererei, weil bei jedem Hersteller schmeckt es wieder anders. Deswegen kann ich es nur empfehlen für Anfänger und auch für Leute, die vielleicht schon eine Weile dabei sind und vielleicht ein bisschen angenervt sind von ihrem Geschmack, vielleicht einfach mal VG-Basis zu nutzen. Finde ich eigentlich ideal. Und wenn ich mir was gönne, dann dampfe ich Lily's Best Ice Steam Liquid. Das ist ein Eisbonbon-Liquid, was auch sehr gut die Frische vom Eisbonbon rüberbringt. Und das schmeckt wirklich super geil nach dem Eisbonbon, was ich so aus meiner Kindheit kenne. Mit 0 Milligramm Nikotin, wenn ich mir mal was gönnen möchte. Schmeckt hammergeil, ist auch ein deutscher Hersteller aus Berlin, soweit ich weiß. Und ja, irgendwie unterstützt man damit ja auch die deutsche Wirtschaft. Auf der anderen Seite aber sage ich dann halt, da vertraue ich drauf, dass die da nicht irgendwelchen Scheiß reinpacken, wo man bei Herstellern aus dem Ausland schon ein bisschen drauf achten sollte, weil eben nicht draufsteht, was genau drin ist. Und bei einem deutschen Hersteller habe ich da eben ein bisschen mehr Vertrauen, dass die Liquids auch einwandfrei sind. So, das Video ist jetzt länger geworden, als ich eigentlich gedacht habe. Ich kann es nur jedem empfehlen, der raucht und nicht wegkommt, vielleicht das mal mit dem Dampfen ausprobieren. Ich packe mal ein Set unten rein, was auch der gute Freund von mir, der mich zum Dampfen gebracht hat, inzwischen nutzt auf Arbeit und das auch in Forum als Einsteigermodell wirklich
empfohlen wird, hau ich euch unten mal rein, könnt ihr euch mal anschauen, vielleicht mal überlegen, das ist auch preislich okay, dass man sagt, man kann es mal ausprobieren. Geht da langsam ran, habt eine zu große Erwartung, also erwartet nicht, dass ihr da dran zieht, oh geil, und am nächsten Tag seid ihr dann nicht Raucher, weil das Dampfen ist auch ein anderer Reiz auf eure Lunge. Und probiert es mal mit der VG-Basis aus, weil ihr müsst mal überlegen, die VG-Basis kostet 21 Euro, glaube ich, und ich brauche im Monat 2 Coils, also das sind die Verdampfer, die das Ganze verdampfen. Und deshalb 3 Monate für 21 Euro, das sind 7 Euro im Monat, plus 9 Euro für die Coils, dann sind wir bei 16 Euro, was ich im Monat fürs Dampfen ausgebe. Klar, die Geräte kosten natürlich auch ihr Geld, aber wenn man die mal hat, ja, dann laufen die eigentlich. Aber da kann man sich dann auch mal so ein Lily's Best gönnen, weil das ist ein sogenanntes Premium Liquid, wobei man aber sagen muss, diese Lily's Best Liquids, die schmecken sensationell. Die besten, die ich bis jetzt probiert habe, alle Geschmackssorten, und das Eisbonbon, was hier Ice Team heißt, ist wirklich sensationell. Und wenn ich im Monat statt 300 Euro plötzlich bloß nur knapp 15, 16 Euro ausgebe, dann kann man sich auch mal so ein Liquid gönnen, was 13 Euro für 20 Milliliter kostet. Also das ist recht teuer, aber hin und wieder gönne ich mir das halt. Das kann man schon mal machen. So, wie immer hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Unten in der Videobeschreibung ist das Set, was ich euch empfehle, so als Einsteiger. Ihr könnt ja mal in die Kommentare eure Erfahrungen mit dem Dampfen schreiben. Und in diesem Sinne, ade, war's schön.